Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer, mit einer weiteren Folge hier aus Ostriff. Der aufmerksame Zuschauer wird bemerken, wenn er das Datum betrachtet, dass knapp 5 Jahre vergangen sind hier im Spiel, dass sich das Dorf entwickelt hat, von ehemals in der letzten Folge 116 Einwohner zu 221 Einwohner. Dass einige Häuser dazugekommen sind und dass wir ein paar Farmen gebaut haben. Und zwar haben wir insgesamt jetzt 5 Farmen. Die eine hier, die habe ich schon mal wieder, ich sag's mal, konfiguriert, beziehungsweise die Fruchtfolgen festgelegt. Das ist genau wie die Farm 1 für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung. Und die anderen Farmen, die werden wir jetzt gemeinsam einrichten. Die Kirche ist gebaut. Ich weiß nicht, ob die das letzte Mal schon fertig war. Unsere Plantagen sind in vollem Ertrag. So, und jetzt brauchen wir noch eine Farm. Ich sag's mal, auf meinen Notizen ist das die Farm 3 und die Farm 4. Hier unten werden wir gleich die Farm 4 machen. Und zwar, weil das die Farm ist, wo auch Sonnenblumen, und die brauchen wir hier unten im Dings, angebaut werden. So, ich bin da ein bisschen in Platznot geraten, dass ich ein Feld hinübersetzen musste. Ja, wie groß ist das? Moment. Das ist 40 mal 30. Und die sind auch 40 mal 30. Sieht aber irgendwie eigentlich, na gut. Sieht irgendwie quadratischer aus hier drüben das. Gut. Wir nehmen das gleich mal als Feld 1. Und da beginnen wir mit Sonnenblumen, gehen dann über zu Buchweizen, dann lassen wir es flach liegen und dann geht es weiter mit, brach liegen, das nächste Jahr geht es mit Barley weiter, Gerste. Und Kartoffeln. Und dann wieder brachen. Das ist das Feld 1. Den wir gleich aktivieren. Und hier geht es natürlich dann immer um 1 versetzt weiter. Hier beginnen wir mit Buchweizen. Brachliegen. Dann kommt Barley. Potatoes, brachliegen und dann kommen Sonnenblumen. So, das Feld 3 beginnen wir mit brachliegen. Dann geht es weiter mit Barley, Potato, brachliegen, Sonnenblumen. Und Buchweizen. Feld 4. Geht's los mit Barley. Kartoffeln. Palo. Sonnenblumen. Buchweizen. Brachliegen. So, hier geht's weiter mit Kartoffeln. Brachliegen. Sonnenblumen. Buchweizen. Brachliegen. Gerste. Barley. Und hier geht's jetzt wieder los mit Brachliegen.
Vale. Potatoes. Bach liegen. Sonnenblumen, Alt-Sonnenblumen und Buchweizen. So, und wenn man jetzt in der Gesamtansicht schauen müsste, jede Frucht einmal erscheinen. Sonnenblumen, Kartoffeln, Buchweizen und Barley. Und zweimal Fallo, also haben wir es richtig eingerichtet. So, hier haben auch schon. Wo ist die andere Farm? Hier ist die andere Farm. Fünf eins Applitual. So, jetzt müsste das hier auch so drin sein. Ja, alles klar. Hier ist jetzt auch so alles eingegeben. So. Die zwei Farmen sind jetzt erstmal festgelegt und hier oben die. Jetzt können wir aber im Jahr Januar, nee, wir lassen das jetzt mal noch erstmal die Farm noch bearbeiten hier. Das ist diese hier. Genau. Das ist eine, die wird im Wechsel Weizen und Hanf. Die wird ausschließlich Weizen und Hanf. So, da fangen wir gleich mal an. Weizen. Dann anschließend Hanf. Brach liegen. Weizen. Also jedes Jahr kommen zwei Felder Weizen. Und zwei Felder Hanf. So, hier geht es weiter mit Hanf. Brachliegen. Weizen. Hanf. Brachliegen. Weizen. So, das hier liegt brach. Weizen. Hanf, Brachliegen, Weizen, Hanf. So, das hier oben geht auch so weiter. Brachliegen, Weizen, Hanf, Weizen, Hanf. Also geht das ja auch los mit Hanf. Brachliegen, Weizen, Hanf, Brachliegen und noch einmal Weizen. So, und das wird jetzt wie dieses hier. Hier beginnen wir mit Weizen, Hanf. Weizen, Hanf und nochmal Brachliegen. So, die hat ja auch dieselbe Arbeitskräfte drin, alles klar. Jetzt haben wir unsere fünf Farmen. Da hier hinten braucht wieder warme Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch warme Sachen irgendwo habe. Mal gucken wir mal unseren Bestand. Wenn jetzt halt wieder noch jemand
das Dorf verlässt, damit müssen wir leben. So, jetzt lassen wir das wieder etwas schneller laufen, dass unsere letzten Häuser hier gebaut werden. Wir haben auch noch Handelsaufträge mit. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Mit der Kashi. Die holen wieder Kohle ab. Und wir haben auch etwas bei. Jetzt kommt nochmal. Wer kommt jetzt hier nochmal? Der Kashi. Gut. Na ja, gut. Kohle. Deal. Aber die haben leider keine warmen Sachen, dass ich bei denen warme Klamotten kaufen könnte. Aber wir kaufen bei den. Machen wir nicht weiter. Metallbarks, Leder, Leim. Leder könnten wir den noch verkaufen. Wir kaufen den nochmal Kohle. Auch wenn es nicht viel ist. Wir kaufen mal 500 Leder. Deal. So, wie sieht es mit Buchweizen aus? Da haben wir nicht mehr viel. Seht das? Deswegen brauchen wir unbedingt auch noch Buchweizen. So. Was haben wir denn in unseren. War nichts weiter drin. So, jetzt lassen wir das noch ein Stück laufen, damit unsere Häuser gebaut werden. Und dann müssen wir uns überlegen, wo wir oder in welche Richtung wir weiter expandieren. Wir können natürlich hier noch ein bisschen was bauen. Oder noch hier drüben. Wie sieht es in der anderen Richtung aus? Da sieht es auch nicht so sehr üppig aus. Na, hier hätten wir ein größeres. Wir könnten auch in diese Richtung weiter bauen. Noch zweimal den Fluss überqueren hier. Und hier hüben weiter bleiben. Das werden wir vielleicht auch machen. Wir werden jetzt schon mal noch eine Brücke hier herbauen. Mein Haus ist schon wieder fertig. Halt hier. Hier sind die Brücken. Wollen wir mal auf der 1 schalten, dass das langsamer geht. So. Was haben wir jetzt? Ach, hier hüben ist was okkupiert. Alter. Na, geht es jetzt auch mal weg? Das ist auch manchmal mit der Steuerung nicht so der Hit, muss ich sagen. Jetzt nach dem dritten Mal klicken oder 30. Mal klicken, kann man schon fast sagen. So, dann müssen wir weiter hierher gehen. So, jetzt Platz ist okkupiert. Wie ist denn das? Ah ja. Da stellen wir die natürlich so hin, die Brücke, wenn das so rumgeht. Oder wollen wir sie? Ne, wir stellen sie so hin. Wie sie jetzt gestanden hat. Komm. Ja, doch gerade so schön gestanden. Noch mal an. Dann kümmern wir uns erstmal um Balaklina. Und was bietet der uns? Gar nichts.
Ich hätte gern ein paar Kartoffeln oder ein bisschen Buchweizen gekauft. Na, dann muss er wieder ohne fahren, alles klar. So, man kann nicht jedes Mal etwas kaufen. Ja, wollen wir mal sehen, ob wir die Brücke hier irgendwo hinkriegen. Die hat doch gerade funktioniert. Wollte doch gerade bauen. Ich hätte gern noch eine Brücke hier gebaut, das ist es ja. Ja, hier können wir noch eine bauen. Da bauen wir auch noch eine. Gut. Vielleicht geht dann zu späterer Zeit hier vorne auch noch eine, denn ich möchte hier noch zumindest hier mal noch einen Fischerei bauen. Wir brauchen auch Fisch. Ich weiß nicht, warum da hier alles das Gelände nicht zu verwenden ist. Da bauen wir den hier rüber. Denn das ist jetzt, es ging doch gerade, verstehe ich nicht. Will uns das Spiel jetzt heute ärgern hier? Nochmal, wir wollten da drüben bauen, da ging es nicht. Eigenartig. Gut, wir stellen mal wieder etwas schneller. Hier. So. Und hier hüben werden wir noch ein paar Häuser mit Garten bauen.
Ja. Meine Freunde, ich hoffe, dass die Felder jetzt auch ordentlich bestellt werden. Wir haben schon März. So, ich werde mal wieder, ja, die Kollegen entlassen. Wer, lassen wir hier drinnen. Hier lassen wir A+2 hier drin. Die können bauen, die anderen können in die Landwirtschaft gehen zum Säen. Genau. So, die da hinten, die fällen schön fleißig die Bäume. Schauen wir mal, was wir an Arbeitslosen haben. Wir haben 4% Arbeitslose. Das ist nicht viel, gerade ausreichend, denke ich mir. Und damit unsere Felder alle. Warum sind die jetzt weg? Ah, jetzt sind sie alle hier innen drin, alles klar. Ich würde sagen, wir stellen noch mal auf schnelle Geschwindigkeit und lassen das mal noch etwas laufen. Wir sind jetzt inzwischen 227 Bewohner. Da braucht immer noch warme Sachen. Es wird Sommer, brauchst keine warmen Sachen mehr. So. Ja, haben wieder welche geheiratet, alles klar. Keine neuen Bewohner, sondern eine neue Familie hier bei uns im Dorf. Und der schreit schon wieder, dass er nicht genug Abwechslung im Essen hat. Tut mir leid, wir haben auch noch nicht mehr. So, was haben wir denn hier auf diesem Kuhstall? Da sind ein Haufen Kühe drin, wie es aussieht. 21 haben wir drin, alles klar. Da können wir doch mal welche umsiedeln. Wo haben wir denn noch einen Kuhstall? Hier oben haben wir noch einen. Da sind aber auch schon einige drin. 11, da können wir erstmal. Eigentlich könnten wir jetzt schon mal anfangen, das werden wir jetzt auch machen, einen Schlachter zu bauen. Hier kommen Häuser hin, hier kommen Häuser hin. Wir brauchen einen Schlachter. Und zwar setzen wir uns den hier rein. Ein Schlachtbetrieb. Wo ist der Schlachter? Schlachthaus hier. So, und das werden wir auch ein Stück vorziehen. Genau, nehmt die Farm, nehmt den Kuhstall. So, das ziehen wir jetzt hier vor. Damit können wir nachher unser Nahrungsmittelangebot schon etwas erweitern. So, dann haben wir auch schon irgendwo, ich weiß es jetzt gar nicht, da kommt hier Balaklina. Mal schauen, wir gehen noch mal auf der 1 runter, wie es mit unseren Eisen aussieht. Mal Eisen haben wir noch. Alles klar, dann kaufen wir noch mal. Hm? 500. Oder wir können auch bis 400 kaufen. Deal. So, und ich kann dem eigentlich gar noch nichts verkaufen.
Potatoes. Wir könnten dir ein paar Kartoffeln verkaufen. Wie sieht's bei uns? Wie sieht das, haben wir hier drin? Wir verkaufen den mal 500 Kartoffeln. Machen mal 500. Temporär. So, und jetzt haben wir den hier. Potatoes. 500. Da haben wir fast das Geld fürs Eisen wieder rein. Alles klar, das Eisen kostet uns 48 und für die Kartoffeln kriegen wir 40. Was haben wir denn noch drin? Sunflower Oil. Nein, da verkaufen wir noch nichts. So, was anderes haben wir nicht zurzeit, was wir denen anbieten können. Das reicht jetzt erstmal. Und hier ist der Stall. Die eine Kuh, die verlegen wir hier rüber. Und dann haben wir noch eine Kuh. Die nehmen wir auch hier rüber. Ja, und wir brauchen noch. Hier haben wir da auch noch einen Kuhstall. Da können wir doch mal was hier reinräumen, alles klar. Haben wir hier schon Leute drin? Nein. Alles klar. Dann auch noch keine Kühe rein, sonst verdursten und verhungern die uns. So, jetzt stellen wir wieder auf volle Geschwindigkeit hier. Wir lassen das wieder ein bisschen laufen. Der braucht immer noch Klamotten. Hauptsache, er doch im Sommer ist, was braucht er keine Klamotten? Keine warmen Sachen, so ein Quatsch. So, hier haben wir Äpfel, hier haben wir Aprikosen, und hier haben wir Kirschen und hier haben wir nochmal Äpfel. So, wir haben jetzt zwei Apfelplantagen, eine Aprikosenplantage, eine Kirschplantage. So, dass wir eigentlich auch ein paar Früchte zu verkaufen haben. Wir lassen das Spiel wieder etwas laufen, ich lasse das wieder laufen. Und zwar nur was? Exportstock Sunflower Öl. Brauchen wir doch nicht. Was brauchen wir im Exportstock Sunflower Öl? Habe ich denn gesagt, dass sie das reinräumen sollen? So ein Quatsch. Gut, wir lassen es noch mal etwas laufen und bis zum Fischer lasse ich das Spiel jetzt noch etwas laufen und genau wenn der Fischer gebaut wird, beginnen wir unsere nächste Folge. Werden wir sehen, was sich hier noch entwickelt, wie die Versorgung ausfällt. Der schreit kein Wasser, da kriegt er auch gleich einen Brunnen, da kommt später. Welcher Brunnen ist das? Mal ran scrollen hier. Das ist der hier. Ziehen wir den mal noch ein Stück hier vor und wenn der Schlachter gebaut ist, kriegen die ihren Brunnen. Oder wir können den auch noch ganz vorziehen. So. Der Brunnen ist erstmal wichtiger. Dann haben wir hier noch den Brunnen. Wo ist der? Halt, müssen wir erstmal hier weg, sonst können wir nicht dorthin wechseln. Ah, das ist hier der nächste Brunnen. Alles klar. Jetzt bauen wir erstmal den Brunnen. Eine neue Familie ist da. Wir sind 232 Leute. Und wie gesagt, wenn der Fischer gebaut ist, beginnen wir unsere nächste Folge. Bis dahin sage ich euch erst einmal Tschüss. Wünsche euch wie immer eine gute Woche. Es soll ja recht warmes Wetter werden nächste Woche. Und wie gesagt, ich versuche noch mindestens eine oder vielleicht zwei Folgen noch fertigzustellen.
bevor meine Hand repariert wird. Alles klar. Die bauen jetzt hier den Schlachter, da werden wir nachher gleich ein paar Leute einstellen und dann können wir uns auch schon langsam mit dem Gedanken anfreunden, diese Lederfabriken zu bauen. Wo sind sie? Hier, der Tannery. Den können wir dann auch langsam bauen. Bauen wir eine, denke ich mir, wird uns erstmal reichen. Wir werden unser Dorf schon noch weiterentwickeln. Alles klar, da will immer noch warme Klamotten. So, alle anderen sind eigentlich hier zufrieden. Alles klar, meine Freunde, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich sage dann mal ciao.